Hi Leute, willkommen bei einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein Q&A, ein Betty kommentiert Kommentare, wie auch immer wir das nennen wollen. Dafür habe ich auch wieder mein Betty's Crazy Beautiful Life Shirt an. Das Bild ist schon ziemlich alt. Das hatte ich eine Zeit lang immer überall als Profilbild. Mittlerweile habe ich das ja auch geändert, aber das ist auch schon alt, weil ich diese Haarfarbe noch nicht habe. Mich wundern, einige Fragen sind schon eine Weile her, wo mir die gestellt wurden. Ich habe es mir jetzt erst geschafft, irgendwie zu drehen und ich wollte halt ein paar mehr YouTube-Fragen wieder mal haben, weil AskFM quillt fast über, aber YouTube halt immer eher weniger. Deswegen fange ich auch einfach mal direkt an. Die erste Frage kommt von als ob AYOLO. Was hältst du eigentlich von Beauty-Adventskalender? Die Unboxing von denen sind ja in YouTube alle verbreitet. Hast du einen? Falls ja, wird es dazu ein Video geben? Oder gibt es zu Weihnachten wieder ein kleines Special von dir? Oder hast du noch keine Idee und du weißt, dass du schon 650 Abos hast? Das habe ich zu dem Zeitpunkt mitbekommen, das mit den 650 Abos. Es war einfach unglaublich. Ich bin mir gerade nicht sicher, wo wir jetzt zu meinem jetzigen Zeitpunkt sind, aber ich glaube, bei über 670, wenn ich mich nicht irre. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, so gut bin ich dann doch nicht in Zahlen. Es ist einfach Wahnsinn, wie schnell das einfach gestiegen ist. Es ist... Vielen lieben Dank. So, jetzt arbeite ich mal nach und nach die Frage ab. Was hältst du eigentlich von Beauty-Adventskalendern? Ich finde Beauty-Adventskalender super. Ja, ich hatte ja 2017 und 2016 hatte ich ja Beauty-Adventskalender. 2016 hatte ich einen von Balea, 2017 hatte ich einen von Douglas. Und dann halt auf die Frage, hast du so einen? Falls ja, wird es dazu ein Video geben? Ihr habt wahrscheinlich gemerkt, dass es kein Video gab. Ich hatte nämlich auch 2018 keinen. Ich habe auch generell meinen Adventskalender super spät am 24. erst besorgt. Und das war dann halt ein Schoko-Adventskalender. Ich hatte aber jedes Jahr immer einen, also 2016 und 2017 hatte ich einen mit Schokolade und den anderen halt mit Beauty-Kram. Ich habe es halt leider irgendwie total vercheckt und ich dachte immer die ganze Zeit, ich habe noch Zeit. Ich hatte mir vor allem auch richtig viele Adventskalender rausgesucht. Mir ist nämlich auch die Entscheidung super schwer gefallen. Einerseits hatte ich überlegt, wieder einen von Balea zu nehmen oder wieder einen von Douglas. Dann habe ich aber gedacht, oh, nehme ich mal was ganz anderes. Aber was nimmt man dann da? Also... Es war alles ein bisschen schwierig und ich habe mich halt irgendwie zu spät entschieden und dann gab es halt wirklich natürlich am 24. mehr keine Adventskalender mehr. Und nach dem 24. wollte ich dann keine mehr, wenn es da noch welche gab oder wenn sie da nochmal rausgeholt wurden, wollte ich dann natürlich keine mehr. Das heißt, ich hatte 2018 keinen Beauty-Adventskalender und wenn ich einen gehabt hätte, hätte ich nicht ein komplettes Unboxing dazu gemacht, sondern ich hätte es so gemacht, wie ich das die Jahre davor gemacht habe, dass ich halt einfach nach dem 24. Türchen euch in einem Vlog erzähle, was ich da alles drin hatte und euch auch zeige, so wie ich das 2017 und 2016 auch gemacht habe mit dem Balea und mit dem Douglas Adventskalender. Ja, ich hätte jetzt kein richtiges Unboxing dazu gemacht. Ich gucke mir gerne Adventskalender-Unboxings an. Aber ich weiß nicht, ob ich sowas mal direkt machen würde, keine Ahnung. Oder gibt es zu Weihnachten wieder ein kleines Special von dir? Da habt ihr ja wahrscheinlich auch mitbekommen, da gab es natürlich auch wieder ein kleines Special. Und zwar waren es diesmal die veganen Kekse. Das Video packe ich euch gerne nochmal in die Infobox und in die Infokarte. Da habe ich euch ein Backvideo hochgeladen. Ich habe nämlich die veganen Kekse zum ersten Mal 2017 gemacht. Zu Weihnachten und da kamen die halt so gut an, dass ich die 2018 auch unbedingt nochmal machen wollte und mir auch fest vorgenommen habe, dass ich euch dazu ein Backvideo mache, weil die echt geil sind. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr sind sie, also letztes Jahr, mein Gott, man ist noch nicht so richtig in 2019 drin. Also letztes Jahr sind sie mir leider nicht ganz so gut gelungen wie davor das Jahr. Man muss halt wirklich leider echt ein bisschen mehr Margarine reinmachen. Was heißt ein bisschen mehr? Sehr viel mehr. So, dass sie halt klar ein bisschen fettig sind, aber weil ansonsten sind die echt arg trocken und bröselig. Wer trockene Kekse sehr, sehr gerne mag, für den ist das vielleicht sogar eher was, wenn man halt nach Originalrezept geht. Das hatte ich euch ja auch in dem Video nochmal in die Infobox verlinkt. Da könnt ihr ja auch die kleinere Menge nehmen. Ich hatte auch in dem Jahr davor habe ich auch die kleinste Menge genommen, weil ich die ja auch erstmal ausprobiert habe. Und die waren aber, wie gesagt, so schnell weg. Ich habe ja dann 2018 zu Weihnachten die größere Menge genommen, was super, super viel war. Oder hast du noch keine Idee? Und lala. Also ich hatte schon eine Idee, eigentlich quasi schon in dem Jahr davor, was ich zu Weihnachten machen möchte. So,
Okay, gehen wir einfach direkt zur nächsten Frage. Und zwar von Lila ist lustig. Verkaufst du auch selbst Klamotten bei Kleiderkreisel? Die Frage hatte ich ihr zwar persönlich auch schon beantwortet über den Kommentar, über diese Kommentarfunktion, aber ich habe gedacht, ich beantworte die Frage auch gerne nochmal in einem Video, einfach weil es wahrscheinlich einige von euch auch interessieren würde. Nein, ich selber verkaufe keine Klamotten bei Kleiderkreisel. Ich muss aber sagen, dass ich das schon öfter überlegt habe, denn ihr wisst ja immer, wie viele Hauls ich drehe und damit weiß man auch, dass ich nicht wenig Klamotten habe. Und ich habe euch bestimmt auch ja schon mal das Innere von meinem Kleiderschrank in einem Vlog gezeigt und so. Und da wisst ihr, dass eigentlich der Kleiderschrank fast überquillt. Und eigentlich wäre es mal gar nicht so schlecht, Klamotten zu verkaufen. Ich muss auch sagen, dass ich halt mich immer so schwer von meinen Klamotten trennen kann. Selbst wenn ich die kaum noch anziehe, bin ich da echt so, dass ich sage, oh, ich kann die aber nicht weggeben. So wegschmeißen finde ich bei vielen Klamotten einfach zu schade. Klar, so ich habe jetzt in letzter Zeit viele Hosen weggeschmissen, einfach weil die kaputt waren. Dann schmeiße ich auch Sachen weg, wenn Sachen, Klamotten kaputt sind. Aber bei allen anderen Sachen ist mir das halt einfach viel zu schade, die wegzuschmeißen. Teilweise habe ich eine Zeit lang so Klamotten in so Kleiderspendenzeug, so irgendwie an Kleiderspenden gegeben oder so. Und dann habe ich irgendwann wirklich mal überlegt, eigentlich mal Klamotten zu verkaufen, weil ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht, weil viele Klamotten einfach nur richtig gut sind, weil ich so viele Klamotten habe, dass ich manche Sachen ja nun mal nicht so oft anziehen kann, weil ich so viele Klamotten habe. Und man zieht ja teilweise dann doch irgendwie immer das Gleiche an, zumindest fast immer. Und da habe ich halt auch gedacht, eigentlich wäre es mal gut, Klamotten zu verkaufen. Und da habe ich halt überlegt, dann das Ganze über Kleiderkreisel zu machen. Bisher, wie gesagt, habe ich es noch nicht gemacht. Vielleicht mache ich es irgendwann. Mal gucken. Ich würde es wahrscheinlich euch dann hier auf YouTube sagen. Und damit ihr dann genau wisst, falls ihr nämlich auch Klamotten erwerben wollt oder so. Kann ja sein. Aber da sage ich euch bestimmt nochmal genauer Bescheid. So, und dann haben wir hier von Lena einige Fragen. Und zwar, hallo liebe Betty, hier ein paar Fragen von mir für dein Q&A. Ich werde in diesem Q&A wahrscheinlich nicht alle Fragen beantworten. Weil ich dachte, das sind so viele Fragen, dass ich gerne welche in ein zweites Q&A dann nehmen würde, also in das nächste, was ich dann einfach mache. Und zwar sind da Fragen wie, was sind deine Vorsätze und Ziele für 2019? Wie stehst du zu den ganzen Musical.ly-TikTok-Stars und ihren Skandalen, beziehungsweise die Tatsache, dass sie alles immer in die Öffentlichkeit ziehen, zum Beispiel Leon und Rick, falls du die kennst. Was ist dein Traumjob, auch unrealistisch gesehen? In welchem Landstadt würdest du am liebsten leben, wenn du die Möglichkeit dazu hättest? Wenn du dich entscheiden müsstest, zwischen nie mehr Netflix, Amazon Prime zu gucken oder nie mehr YouTube-Videos zu gucken, drehen, anzusehen, was würdest du wählen? Ich weiß, das waren viele Fragen. Such dir einfach ein paar für dein Q&A raus. Wünsche dir alles Gute für 2019, viel Erfolg und viel Gesundheit. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal in diesem Q&A zwei Fragen beantworten und die restlichen drei Fragen dann einfach in dem nächsten Q&A. So werde ich das, glaube ich, machen. Und zwar gehe ich einfach so, wie die Fragen aufgeschrieben wurden. Das heißt, ich beantworte jetzt einfach die ersten beiden Fragen. Und zwar, was sind deine Vorsätze und Ziele für 2019? Ich muss sagen, ich bin gar kein Mensch mehr, der sich so wirklich Ziele und Vorsätze nimmt für das darauf folgende Jahr. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der halt, wie gesagt, quasi wie so eine imaginäre Liste hat und sagt, das möchte ich 2019 schaffen oder machen oder wie auch immer. Weil ich damit aufgehört habe, das ist ja dieses, wie man möchte abnehmen und tralala, dann geht man die ersten Monate zum Sport oder vielleicht die ersten Wochen und dann schon nicht, wieder nicht mehr. Klar möchte ich abnehmen, das ist aber ein Ziel, was ich generell einfach in meinem Leben habe, wo ich mich aber auch nicht stressen will, weil ich Angst habe, dass wenn ich mal abnehme, dass ich dann daraufhin dann relativ schnell diese Diät dann wieder abbreche und dann im Endeffekt alles wieder drauf habe. Ich werde wahrscheinlich dieses Jahr wieder die Detox-Kur machen, das auf jeden Fall. Auch wenn die nicht überwiegend zum Abnehmen da ist, aber das ist halt auch immer ein kleiner Nebeneffekt von der Detox-Kur. Ich habe das ja letztes Jahr auch gemacht, aber irgendwie nicht richtig. Beziehungsweise war ich krank und ich habe sie übers Wochenende nicht mehr gemacht. Also ich hatte sie ja letztes Jahr nur 5 Tage gemacht. Daraufhin habe ich eigentlich gesagt, dass ich sie nochmal machen möchte in dem Jahr 2018, was ich nicht getan habe, weil ich es irgendwie vercheckt habe und weil ich halt so mit meinem Body-Kitchen-Kochbuch irgendwie zu tun hatte, dass ich halt ja, irgendwie daran gar nicht mehr gedacht hatte. Ich werde auf jeden Fall dieses Jahr wieder eine machen. Ich werde dieses Jahr wieder versuchen, 7 Tage durchzuziehen. Ich weiß aber noch nicht genau, wann. Eigentlich macht man das ja so im Frühjahr. Ich werde gucken, wann es für mich am besten passt, wann ich es am besten in meinen Alltag integrieren kann. Und generell halt, wie gesagt, so,
Ich habe Sachen, die ich gerne machen möchte. Also beziehungsweise, sag ich mal, was möchte ich für 2019? Also das Wichtigste generell ist einfach glücklich werden, beziehungsweise, das ist eigentlich ein Ziel für mich fürs Leben, dass man sagen kann, ich bin glücklich mit meiner Lebenssituation. Ich bin im Moment auch glücklich. Aber ich weiß, dass das natürlich nicht immer so bleiben kann, wie es im Moment ist und dass sich da Sachen auch ändern müssen. Aber ich bin halt im Moment sehr, sehr glücklich eigentlich. Ja, ich habe natürlich, wie soll ich das sagen? Ich glaube, also klar möchte ich irgendwie, dass sich jobtechnisch 2019 nochmal irgendwie jetzt was entwickelt. Mir egal, in welche Richtung, nochmal vielleicht, wie gesagt, eine kleine Veränderung oder so, mal gucken. Ich habe dafür eigentlich nichts Genaues geplant. Ich will so ein bisschen das Ganze auf mich zukommen lassen. Und spontan sehen, was so passiert oder was nicht passiert. Ich glaube, so große Ziele und Vorsätze habe ich für dieses Jahr eigentlich gar nicht. Alles, was so passieren könnte, kann gerne passieren oder weiß nicht, ich finde es immer so schwer. Also sowas Richtiges habe ich nicht geplant und wenn ich Sachen geplant habe, dann rede ich halt ungern darüber. Aus meiner Angst hinaus, dass es dann doch nicht so klappt und dann hat man schön wieder drüber geredet. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das gerade in Worte fassen soll, aber ich hoffe, es ist irgendwie verständlich. So, und die nächste Frage: Wie stehst du zu den ganzen Musical.ly TikTok-Stars und ihren Skandalen, beziehungsweise die Tatsache, dass sie alles immer in die Öffentlichkeit ziehen, zum Beispiel Leon und Rick, falls du die kennst? Leon und Rick kenne ich nicht. Ich kenne Lisa und Lena. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe gar keine Ahnung von dem ganzen Musical.ly-TikTok-Ding. Ich habe die App selber und ich nutze sie auch selber, aber unglaublich selten. Ich bin auch nicht so auf Instagram, also so wie ich auf Instagram unterwegs bin, dass ich teilweise, gut, bei Instagram nutze ich das auch jeden Tag, indem ich da ein Bild hochlade oder eine Insta-Story mache ab und zu. Aber ich nutze es natürlich auch, um da durchzuscrollen und ne, mir von Leuten Kram anzugucken. Nicht mal so nutze ich Musical.ly. Ich öffne diese App super selten und wenn ich sie öffne, dann gucke ich mir das zwar an, so die Leute, denen ich folge, und mache dann vielleicht auch mal was selber bei Musical.ly. TikTok heißt es ja jetzt, mein Gott, man muss sich daran erstmal gewöhnen. Aber keine Ahnung, ich habe, weiß ich nicht. Ich habe da jetzt nicht so, keine Ahnung, ich befasse mich halt null mit den Leuten, die das machen. Ich finde immer das cool, wenn die sowas machen, aber deswegen, ich habe gar keine Ahnung, wie das ist mit Skandale und überhaupt. Ich habe da null mitgekriegt. Deswegen, ich bin da voll raus bei dem Thema. Keine Ahnung, ich habe da gar nichts mitgekriegt. Tut mir leid. Hups. So, das waren dann jetzt erstmal die YouTube-Fragen, also von den YouTube-Kommentaren. Deswegen gehe ich einfach mal direkt zu den AskFM-Fragen. Zu welchem Konzert würdest du gerne gehen? Ich habe eigentlich schon so gut wie jedes Konzert besucht, wo ich den Künstler gerne mal live sehen möchte. Bis auf Lady Gaga, die würde ich schon gerne mal live sehen, weil ich glaube, sie macht einfach eine geile Show, obwohl ich nicht weiß, wie es jetzt mittlerweile ist. Kesha würde ich unglaublich gerne, einfach weil ich diese Frau unglaublich liebe und ihre Musik und überhaupt, und ich glaube, früher hatte sie auch eine geile Show. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, wenn sie überhaupt noch was macht. Also was so Live-Auftritte angeht, abgesehen das, was sie jetzt immer so mit Macklemore gemacht hat. Also Kesha möchte ich unglaublich gerne mal live sehen. Also da würde ich gerne mal auf ein Konzert gehen. Wollte ich damals auch. Wenn Finn Kliman Konzerte geben würde, würde ich da natürlich auch gerne hingehen. Aber eigentlich mein größter Wunsch ist es eigentlich mal auf ein Konzert von Ashley Tisdale zu gehen. Aber einfach, weil ich generell Ashley Tisdale einfach mal live sehen möchte. Weil sie ja, wenn ihr mich eine Weile kennt, wisst ihr wahrscheinlich, dass sie halt einfach mein größtes Vorbild ist. Schon seit ich ein kleines Kind bin und das schon ewig, wirklich. Also, und das auch schon immer war. Klar sind hier und da immer Vorbilder dazugekommen oder wie auch immer, aber Ashley Tisdale stand halt schon immer drauf und das ganz oben. Ich hoffe ja, dass sie jetzt mit ihrem neuen Album, dass da vielleicht sie vielleicht auch auf Deutschland-Tour geht. Hoffentlich ist sie in Berlin, aber ich glaube, wenn sie nicht in Berlin ist, dann würde ich sogar überlegen, in die Stadt, wo auch immer sie auftritt, zu fahren, um zu ihrem Konzert zu fahren. Ich glaube, das würde ich wirklich überlegen, weil
es ist mir so wichtig, diese Frau einfach mal zu sehen. Es würde mir auch reichen, wenn es so ein Fantreffen ist, nicht mal wenn es ein Konzert ist, aber so ein Konzert wäre natürlich noch geiler, weil ich ihre Musik halt unglaublich liebe. Ach, ich liebe diese ganze Frau einfach. Ich glaube, ansonsten habe ich gar nicht mehr so wirklich, ich glaube, ich habe ansonsten alle, wo es mir eigentlich mal wichtig war, auf ein Konzert zu gehen, habe ich, glaube ich, alle mittlerweile gesehen, wenn ich mich nicht irre. Ja. Das habe ich, glaube ich, alles abgehakt. Auch wenn ich natürlich gerne teilweise auch manche Konzerte nochmal gehen würde. Aber wie auch immer. Isst du gerne Fleisch? Früher hätte ich gesagt, oh ja, unglaublich gerne. Mittlerweile sage ich eher nein. Also ich esse Fleisch, aber nicht mehr so gerne. Ja, es hat sich halt einfach geändert. Einmal, weil man sich natürlich so ein bisschen mit Fleischkonsum und so auseinandergesetzt hat und deswegen auch so ein bisschen halt mit Veganismus und auch mit den Vegetariern und alles generell so ein bisschen und Massentierhaltung. Es hat gerade geklingelt, ich wurde gerade unterbrochen. Ja, auf jeden Fall habe ich mich halt so ein bisschen halt mit dem Ganzen auseinandergesetzt, Massentierhaltung und überhaupt. Und habe auch viele Videos gesehen und mir Dokus und auch durch YouTuber so ein bisschen Erfahrungen gesammelt. Und dann habe ich halt drei Freundinnen, die halt Vegetarierinnen sind. Die eine ist halt wirklich Vegetarierin. Die andere ist halt sogar ab und zu vegan oder versucht es mittlerweile viel. Einfach, weil sie vermutet, dass sie laktoseintolerant ist. Und die dritte Freundin, die ist halt, also zu Hause kauft sie gar keine Wurst und so mehr. Selbst Käse kauft sie nur noch vegan. Also die ernährt sich auch ziemlich viel vegan, einfach weil sie auch vermutet, dass sie laktoseintolerant ist. Ab und zu, wenn sie zum Beispiel bei mir ist oder wenn sie essen geht, ab und zu isst sie zwar trotzdem noch Fleisch, so, aber das ist super, super selten. Wenn sie die Auswahlmöglichkeit hat zu was Vegetarischem, dann entscheidet sie sich natürlich für das Vegetarische. Ja, und dadurch habe ich mich ja so oder so viel mit dem Ganzen auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, was ich bin, aber wie gesagt, ich zum Beispiel, ich esse halt gar keinen Fisch zum Beispiel. Man ist ja auch, glaube ich, nicht mal Vegetarier, wenn man Fisch isst, ne? Und die drei Mädels essen halt, glaube ich, trotzdem weiterhin Fisch. Damit sind sie ja, glaube ich, Pesketarier, oder? Keine Ahnung, so genau habe ich die ganzen Wörter jetzt doch nicht im Kopf. Ja, und ich esse halt, wie gesagt, überhaupt keinen Fisch. Ich habe früher Fischstäbchen gegessen, ich glaube, die würde ich heute auch nicht mehr essen. Das Einzige, was ich esse, sind Garnelen von Nordsee. Ja, von Nordsee, weil ich wahrscheinlich da, weil da einfach so viel Panade drum ist und die Panade ist halt geil. Da schmeckt man nicht so viel vom Fisch. Ich glaube, ich würde normale Garnelen auch nicht essen. Also wie gesagt, eigentlich esse ich halt auch keinen Fisch. Fleisch mittlerweile, wie gesagt, tue ich mich mittlerweile auch super schwer. Hackfleisch zum Beispiel esse ich, also da habe ich gar keine Probleme mit. Aber so, es gibt halt manchmal so Sachen, wo ich echt Probleme mit habe. So Schnitzel zum Beispiel kann ich auch nicht immer essen. Generell habe ich halt einfach mittlerweile viele Probleme mit Fleisch. Ich esse, wie gesagt, wirklich noch Fleisch, aber nicht mehr so viel wie früher und auch nicht mehr alles. Also es reicht schon, wenn da teilweise ein Knorpel oder irgendwas drin ist, dann bin ich gleich schon, oh nee, dann kann ich das teilweise nicht weiter essen, weil ich es so super ekelhaft finde. Ja, ich bin da wirklich, also mein Fleischkonsum ist echt zurückgegangen. Hähnchen, wie gesagt, habe ich meistens eigentlich keine Probleme mit. Ja, ansonsten, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, früher hätte ich gesagt, ich esse gerne Fleisch, jetzt würde ich sagen, ich esse Fleisch, aber ich würde das gerne einfach weglassen. So, kannst du mal ein Video zu deinen Lieblingsserien machen? Ja, du, hast du die ganzen Fragen auf Ask.fm, wie ihr seht, wurden anonym gestellt. Also ich mache so oder so in meinen Vlogs, erzähle ich euch ja immer, wenn ich eine Serie geguckt habe, ob ich die gut fand oder nicht. So, ich wüsste jetzt nicht, ich könnte ein Video machen über meine Lieblingsserien, das wäre bei mir ja zwei Serien, das was meine Lieblingsserien sind, aber ich wüsste halt nicht, was ich da machen soll, ob ich da euch den Inhalt sage, worum geht's in der Serie und dann euch, ich weiß nicht, ob das, also ich weiß nicht, ich würde es machen, keine Frage, aber was wäre das für ein Hauptvideo, ich weiß nicht, was ich da erzählen müsste, warum ich wahrscheinlich die Serie gut finde und bla, keine Ahnung. Ich kann es gerne machen, aber mal gucken, wann oder so überhaupt. Hättest du die Chance, einen Star zu treffen, wen würdest du gerne mal für eine Stunde treffen? Ashley Tisdale, ganz einfach. Also,
Ich habe ja schon viele, also was heißt Stars getroffen. Man hat sich jetzt nicht auf dem Kaffee für eine Stunde getroffen. Also so würde ich jetzt eigentlich sagen, Ashley Tisdale. Das Problem ist, dass ich da die Angst hätte, dass ich mich nicht so richtig mit ihr unterhalten kann, dass ich Probleme habe. Aber wenn man jetzt mal das wegsehen würde, würde ich halt so oder so immer Ashley Tisdale wählen. Selbst wenn ich die Frau, glaube ich, schon mal live gesehen hätte, würde ich es trotzdem wählen, weil sie ja nun mal mein größtes Vorbild ist. Aber wenn wir jetzt mal Ashley Tisdale außen vor lassen, dann würde ich wahrscheinlich sagen, Jennifer Weist, die Frontfrau von Jennifer Rostock, einfach weil ich diese Frau auch unglaublich liebe. Und dann glaube ich, wäre das mit dem Unterhalten, da gäbe es nicht so die Probleme. Und wenn man von YouTubern ausgeht, dann würde ich wahrscheinlich Regina Hicks nehmen, weil die halt, was das, also weil die Frau auch eines meiner Vorbilder ist. Ja, also da würde ich halt auch. Also die würde ich auch gerne mal für eine Stunde auf einen Kaffee treffen oder generell mal für eine Stunde treffen. Hier stand jetzt nichts mit Kaffee, aber Kaffee geht halt immer. Ja, also eigentlich würde ich Ashley Tisdale wählen, aber wie gesagt, es wären halt noch so Auswahlmöglichkeiten, die ich so hätte. Wie gehst du mit Hate um? Überwiegend versuche ich es wegzuignorieren. Ja, indem ich halt auch teilweise die Kommentare lösche. Wenn es halt konstruktive Kritik ist, dann ist es ja nicht so richtig Hate. Die lasse ich ja auch, aber wenn es halt einfach nur stumpfes Haten ist, dann versuche ich es halt einfach zu löschen und dabei zu ignorieren und zu vergessen, was natürlich immer schwierig ist, weil leider genau die Hate-Kommentare sind, die man halt im Kopf behält. Ansonsten, wie gesagt, versuche ich da einfach einen drauf zu geben. Ja, weil ich versuche auch eigentlich, dass es mich nicht angreift, weil eigentlich haben die Leute ja gar keine Ahnung von mir, von meinem Leben. Ihr seht ja immer nur das, was ich euch zeige und das, was ich preisgebe. Damit wisst ihr halt noch lange nicht alles über mein Leben, auch wenn es einem immer gerne so vorkommt. Auch wenn ich sehr, sehr offen über alles rede, gibt es trotzdem viele Sachen, die ihr einfach nicht wisst und nicht mitbekommt, was auch in Ordnung ist, weil auch ich gerne meine Privatsphäre hätte. Und wer hätte das gedacht? Ja, deswegen, also mit Hate, wie gesagt, überwiegend versuche ich es einfach wegzuignorieren und damit es nicht an mich rankommen zu lassen. Wenn ich aber schlechte Tage habe oder einen schlechten Tag habe, dann trifft mich so ein Kommentar natürlich auch schon und ein Hate-Kommentar und dann bin ich schon immer so den ganzen Tag, glaube ich, teilweise so ein bisschen oh, sad. Außer es passiert dann irgendwas Schönes, was mich dann quasi wieder an was anderes denkt. Also es ist so ein bisschen, ja, es ist schwierig. Also überwiegend, wie gesagt, wie gehe ich damit um? Überwiegend versuche ich es zu ignorieren. Klar gibt es, wie gesagt, Tage, wo ich natürlich das nicht ignorieren kann und mich dann Hate-Kommentare schon ein bisschen fertig machen. Vor allem, was mich halt immer, was mein Problem ist, ich möchte mich immer super, super gerne rechtfertigen, wenn ich Hate-Kommentare lese und gerne erklären. Und ich muss wahrscheinlich auch lernen, dass ich mich nicht rechtfertigen muss. Aber man möchte sich ja schon irgendwie rechtfertigen, einfach im Sinne, weil es nicht sein kann, dass halt quasi Lügen über einen erzählt werden. Es sind ja Lügen, wenn Leute irgendwas behaupten, was nun mal nicht stimmt. So. Und ja, deswegen möchte ich mich da halt einfach gerne rechtfertigen. Aber vielleicht sollte ich auch mal lernen, dass es vielleicht wirklich besser ist, manche Sachen zu ignorieren, weil manche Leute es ja auch gar nicht lernen wollen oder sich das nicht mal anhören. Weil sie einfach nur Scheiß schreiben wollen. Ich weiß es nicht. Mit wem bist du zusammen? Mit niemanden. Mit mir. Nee, ich habe keine Beziehung, also keinen Freund oder so. Ich bin single like a Pringle. Aber bin mit niemandem zusammen. Punkt. Und die letzte Frage ist etwas länger. Du hattest hier auf Ask.fm immer angesprochen, dass du eher der Typ für offene Beziehungen bist. Finde das Ganze sehr interessant und würde mich freuen, wenn du mal in einem Video deine Sicht über offene Beziehungen, in offenen Klammern und Beziehungen und so genauer erklären würdest. Ja, also, wie soll ich das sagen? Also, ich sag mal so, ich hatte halt noch nie eine Beziehung und ich kann es mir halt auch irgendwie nicht vorstellen. Klar hat man so, wenn man so gerade eine Schnulze geguckt hat, irgend so einen Romantikfilm oder wenn man so Romane liest, so Liebesgeschichten oder was weiß ich, wenn man halt sich so eine Sachen immer anguckt, dann denke ich mir auch immer in so einem Moment, oh, jetzt hätte ich gerne eine Beziehung. Aber in den meisten Teilen meines Lebens denke ich mir noch, ich glaube, ich möchte keine Beziehung. Einfach weil ich mein Leben lang schon Single bin und einfach das gewohnt bin. So viel Zeit für mich zu haben. Ich bin halt auch ein Mensch, der sehr viel Zeit für sich braucht. Und ich weiß nicht, ich würde es mir schwer vorstellen, dann halt auch
quasi die Verantwortung für andere mit zu übernehmen und so. Also ich finde es halt so, dieses, dass man halt ja nicht nur für sich die Verantwortung übernimmt, sondern auch irgendwie für jemand anders. Ich bin halt auch überhaupt nicht romantisch, also keine Ahnung. Ich meine, gut, eine Beziehung muss ja auch immer nicht aus Romantik bestehen, also so, ne? Es gibt ja viele Leute, die nicht romantisch sind, aber ich weiß nicht, ich kann es mir halt einfach irgendwie super schwierig vorstellen. Deswegen aber eine offene Beziehung wiederum könnte ich mir halt, glaube ich, vorstellen. Habe ich halt öfter irgendwie überlegt, einfach weil ich mir halt denke, ich liebe meinen Partner und ich habe schöne Momente mit meinem Partner und alles, was halt in der Beziehung dazugehört, aber man ist nicht darauf eingeschränkt, nur Dates mit seinem Partner zu haben. Versteht ihr, was ich meine? Man kann auch. Es ist nicht schlimm, wenn man quasi mit anderen Leuten flirtet. Es ist nicht schlimm, wenn man Dates mit anderen Leuten hat. Und ja, auch Verkehr mit anderen Leuten. Ich weiß es sehen, vielleicht ist es für einige mal irgendwie schwierig. So für Leute, die halt wirklich komplett monogam leben, ist es, glaube ich, immer super schwer, das zu verstehen. Aber ich habe schon viel gehört, dass halt manche Beziehungen halt auch einschlafen. Im Sinne halt von, weil man halt irgendwie nicht diese Abwechslung hat. Und ja, ich mag halt Abwechslung unglaublich gerne. Und das wäre halt so das Einzige, was ich halt deswegen so als sinnvoll sehen würde. Zum Beispiel, wenn ich mir auch den Podcast Schnapsidee anhöre von Anna Zimt und Paula. Anna ist ja zum Beispiel auch in einer offenen Ehe. Und ich finde, das klingt so toll. Also gar klar, deren Story ist auch nochmal ganz schön krass, aber diese offene Ehe, das klingt einfach richtig, richtig gut. Also mal abgesehen davon, dass ich nicht heiraten möchte. Deswegen, es wäre es ja bei mir dann so oder so trotzdem eine offene Beziehung. Aber weil ich halt, wie gesagt, so ein Mensch bin, ich konnte mir halt immer nie eine Beziehung vorstellen und habe halt immer gesagt, wenn dann halt immer hier und da mit irgendjemandem so auf Freundschaft plus Basis oder wie auch immer, was anderes halt eher nicht. Aber wenn man dann wirklich, glaube ich, jemanden hat, den man toll findet, aber ich glaube, ich kann mir halt, wie gesagt, nicht vorstellen, dass nur das so monogam unser Verhältnis ist, sondern ich glaube, ich würde es sogar ganz geil finden, wenn halt mein Partner auch mal mit jemand anders schläft. Und ja, ich weiß nicht, glaube ich, würde es ganz gut finden. Zum Beispiel habe ich auch mal ein Interview von Vis-a-vis und Jennifer Weiss gehört, da haben sie auch über offene Beziehungen geredet, weil ja Jennifer ja auch ziemlich für das Ganze ist und das alles, was sie so geschildert hat, traf irgendwie auch auf mich zu und hat auch für mich super interessant geklungen und klang auch für mich so, als ob ich mir genau sowas vorstellen könnte. Ich weiß es nicht, ich war auch noch nie in einer offenen Beziehung, also ich war weder in einer monogamen Beziehung noch in einer offenen Beziehung, aber ich könnte es mir vorstellen. Ja, ich glaube, das ist so das, was ich dazu sagen kann. Ich merke auch, dass ich, glaube ich, schon wieder viel zu viel rede. Deswegen würde ich sagen, war es das jetzt mit den Fragen und ja, das war es dann mit den Betty kommentiert Kommentare, Q&A, irgendwas Gedöns. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Würde mich über eine positive Bewertung freuen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, stellt mir die sehr, sehr gerne in die Kommentare. Klar, ich beantworte auch gerne Fragen über AskFM. Aber am liebsten natürlich aus den YouTube-Kommentaren für das nächste Q&A. Ein paar Fragen habe ich ja jetzt schon für das nächste Q&A, aber ich brauche natürlich noch mehr aus den YouTube-Kommentaren. Deswegen einfach in die Kommentare mit euren Fragen. Und ja, dann hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Habe ich das schon gesagt? Keine Ahnung. Ihr könnt mich auf jeden Fall abonnieren und was dazu gehört und keine Ahnung, ich hoffe einfach, dass wir uns bei meinem nächsten Video wiedersehen.